So, zurück bei Cheddar, bei Star Wars Jedi Survivor, bei Cheddar, Alter. So, wir waren bei diesem Rätsel, es ist Ewigkeiten vergangen, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich musste jetzt auch nochmal das ganze Level durchspielen, weil es nicht gespeichert hat. Und ich habe da vor mich hingelabert und habe immer gesagt, ich weiß nicht, wo ich war, ich weiß nicht, wo ich war. Und jetzt, als ich hier hingekommen bin, hat es Klick gemacht. Deswegen habe ich die andere Aufnahme wieder gelöscht, weil das wäre alles Wiederholung gewesen. So, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal, als ich da noch ausgemacht habe, habe ich das Rätsel gelöst gehabt. Ich habe ja lange herumprobiert und war mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es, wenn jetzt nicht so viel Zeit vergangen wäre, wäre das ein leichtes. Aber warte mal. Ich hatte es irgendwie gelöst gehabt. Warte mal. Nein, nein, nein. Muss noch mal kurz. Warum? Warum kommt das nicht runter, verdammt? So, das war richtig. Jetzt kann ich hier lösen. Und dann das Teil zurückschieben. Dann sollte das am richtigen Ort sein. Und dann habe ich es eigentlich schon. Ah nein, stimmt. Warte, 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 warte. Ja, jetzt, genau, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Genau hat sich der andere bewegt. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Natürlich, der muss ja drin bleiben. Das habe ich verliebt. Ja, okay. Entschuldigung. Hä? Was soll das? Das ist ja voll die Verarsche jetzt wieder, Mann. Was ist denn jetzt wieder passiert? Ach, das war doch richtig mit der Blockade. Aber warum hat sich dann der andere vorhin bewegt? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Muss ich auch nicht verstehen, verdammt. Okay, ich... Wo fährt der jetzt hin? Und jetzt, wenn ich das hier doch löse, verdammt, dann ist doch die Blockade da drin. Oder wieder draußen, besser gesagt. So. Dann ist der am richtigen Ort. Und wenn ich jetzt hier rausziehe, warum geht denn da die Blockade weg, verdammt? Jetzt sollte es aber gehen. So. Ich weiß nicht, warum sich der andere vorhin bewegt hat. Das macht für mich keinen Sinn. Nicht schnell genug. Darf nicht wahr sein. Nein! Oh! Das ist so ärgerlich. So. Meine Fresse. Was für ein Scheiß. Okay, es wird wärmer. Das war das Rätsel des Rätsels Lösung. Danke, BD. Versteckter Pfad offen gelegt. Bei der plötzlichen Evakuierung wurden alle möglichen persönlichen Gegenstände zurückgelassen. Ein Tableau vergangener Leben.
gab bei der Evakuierung ein Gedränge. Mhm. Ah, trinken kann ich auch nicht. Was ist denn heute los? Jetzt habe ich mir alles über mich selbst geschüttet. Ach komm, was soll's. Tempel-Evakuierung. Die Flüchtlinge aus dem Tempel wurden so plötzlich evakuiert, dass es ein Wunder ist, dass auch nur einer von ihnen es hinausgeschafft hat. Die sind wahrscheinlich alle übereinander drüber gestolpert und haben sich irgendwie gegenseitig noch zerdrückt und zertrampelt. Schnell, alle zusammen, hier entlang. Beeilung! Kommt ihr mit uns? Ich muss noch eine Weile bleiben. Geht jetzt, es ist keine Zeit. Ich riegle den Weg hinter euch ab. Okay. Möge die Macht mit euch allen sein. Passiert noch mehr? Nein. Eine edle Tat. Bruder Armias führt eine Gruppe von Flüchtlingen auf einem gefährlichen Weg. Edelmütig opfert er sich selbst und schickt seine Schäfchen voraus, während er dafür sorgt, dass ihnen das Imperium nicht folgen kann. Dann ist er tot, oder? Oder hat er sich irgendwo versteckt? Ganz ruhig. Zia Janda schickt mich. Meisterin Janda? Ihr nutzt die Macht, ihr seid Cal Kestis. Verschwinden wir. Das Imperium rückt an. Ja. Und darum muss das hier zur Meisterin Janda gelangen. Diese Kontaktcodes dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Marins magischer... Warte mal kurz. Wie sinnlos war jetzt dieser Tod schon wieder? Der hat jetzt da überlebt, hat sich versteckt und kaum kommt Cal rein, stirbt er. Das ist doch nicht wahr. Aber er hat uns das gegeben, was wir gebrauchen, was wir brauchen. Irgend so eine Datensammlung, irgend sowas war das. Marins magischer Zauber, ein Artefakt von Datumir, das von jemandem mit Wissen über die Macht geschaffen wurde. Wer diesen Talisman gefertigt hat, ist nicht bekannt. In Verbindung mit der erhöhten Wendigkeit eines Jedi kann der Träger damit kurzzeitig die Magie der Schwestern der Nacht kanalisieren und das ansonsten Undurchdringliche durchdringen. Das nicht ewig halten! Geh schon! Was? Ah! Ich konnte ihn nicht retten. Er starb, um den Pfad zu beschützen. Naja, okay, das war ein doofer Tod. Vergrabene Zuflucht. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. So, Fähigkeiten. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist, dass er da die Schüler gerettet hat oder die anderen Jedi. Wie lange er jetzt da drin eingeschlossen war, kann ich nicht sagen. Wir nehmen das mal. Nein, das war Blaster. Egal, das war Blaster. Oh, ich Trottel. Nein. So blöd wieder. Größeres Festhalten. Hm. Zwillingsmagnet. Weiß doch auch nicht. Größere Verwirrung. Bla bla bla. Verwirrter Geist. Da da da. Widerstandskraft. Fokussierter Blick. Braucht halt schon zwei. Doppelorbit. Ah, warum nicht? Dann. Okay, dann. Dann fliegt sie zweimal rum. Auch nicht schlecht. So, weiter. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sein Tod einen Sinn hat. Ja, bring mir diese Codes zu Sia. Das Ding hat uns bemerkt. Ich sterbe wieder. Toll.
Das war knapp. Ich bin beeindruckt. Das ist doch jetzt nicht... Jetzt, wo ist das Zeichen? Jetzt geht's wieder. Das ist wie vorhin, bei diesem blöden Stein. Oder beim letzten Mal. Ein paar Folgen davor. Das ist einfach blöd, so. Also eigentlich kann ich jetzt fliegen. Auch nicht schlecht. Ich sehe einen Weg rein. Dann beeilen wir uns. Hä? Ich sehe den Weg nicht. Scheißteil nervt. Wir sollten nicht den Pilgerweg zur Sears-Basis nehmen. Es gibt noch einen Weg, aber die Imperialen patrouillieren. Wir schaffen das. Jetzt lebt hier wieder alles, oder? Vorsicht. Na, ist doch nicht wahr. Wir haben hier einen. Hier war auch ein Durchgang. Stellt euch den Zorn von Datum. Nein! Tja, viel Spaß. Ich kämpfe doch jetzt nicht normal gegen die alle, Mann. Das macht keinen Sinn für mich. Ich habe die, glaube ich, schon 2-3 Mal besiegt jetzt mittlerweile. Ihr bleibt schön dort. Man sieht's kaum. Du solltest jederzeit für diese Art von Bedrohung bereit sein. Freunde. Ergib dich! Los, fall! Das ist unmöglich! Gute Arbeit hier. So geht das. Gleichfalls, Geist. Hexe oder Geist oder was auch immer. Wir haben hier einen Eindringling. Ist unterwegs. Ich bin da, Herr. Brauche nur einen. Das wird ein Kinderspiel. Ich werde dich persönlich. So gut ich mich vorhin angestellt habe, so schlecht war das jetzt. Warum kann ich den nicht blocken, verdammt? Oh, du Armer. Das Imperium hatte keine Ahnung, was sie hier finden werden. Gut. Sie dürfen nie erfahren, dass der Pfad hier war. Da ist ein Eindringling. Auf ihn, sofort! Legst du mich zusammen? Sackgasse! Kämpfen wir?
Erklärungen. Vertraust du mir? Ja. Na, endlich. Es wurde aber auch Zeit. Ach, wenn es wieder völlig der falsche Zeitpunkt ist. Nein. Für mich. Spring durch, Kerl! Jetzt! Das ist unglaublich! Glaub es ruhig! Oh, das ist... Du schaffst das. Ja, toll. Gut gemacht. Ich verstehe es nicht. Geht immer so schnell. Du schaffst das, Hoppen! Bin ich zu früh? Hast du Spaß? Was? Du etwa nicht? Das ist immer so ärgerlich. Nicht sterben. Aber es sieht schon mega cool aus. So können wir nicht weitermachen. Ich habe eine Idee, aber ich brauche eine Chance. Und jetzt? Hä? Wie soll ich da rüberkommen? Ey. Hier nicht sterben. Nicht so. Komm ich. Ich komm da nicht hin, verdammt. Doch, jetzt. Alter. Ist gar nicht so einfach. Es gibt keinen Ausweg mehr. Dann kämpfen wir zusammen. Jetzt oder nie. Weiter.
Ach, das war cool. Aber echt, das geht so schnell, Mann. Das ist gar nicht so einfach. Aber das war cool gemacht, auf jeden Fall. Auch wenn ich mich jetzt wieder ein bisschen aufgeregt habe, da ich da ein paar Mal gestorben bin. Aber es ist auch nicht so einfach, das immer gleich zu sehen beim ersten Mal. Weil es schimmert so grün und man ist irgendwie an, irgendwie dann irgendwo, man hat den Blick irgendwo anders drauf fokussiert und dann, oh. So, auf dem Weg zur Rettung von Bruder Armias betrat. Ah, das ist einfach wieder die Zusammenfassung. Alles klar. Wie hast du das gemacht? Es ist ein Ritual, das ich nach meiner Rückkehr nach Datomir entdeckt habe. Es ist anstrengend. Vertrauen von einer unerbittlichen Waffe des Imperiums in die Enge getrieben, küsst Marin Kell und bittet ihn, ihr zu vertrauen. Sie können lebend entkommen und ihre Beziehung schlägt einen neuen Weg ein. Alles okay? Mir geht's gut. Komm schon, bringen wir diese Codes zu Seer. Ja. Diese romantische Beziehung lag ja immer so ein bisschen in der Luft. Auch am Ende des ersten Spiels hatte man das Gefühl und auch jetzt hier, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben, hatte man das Gefühl, dass da irgendwie was noch nicht ausgesprochen ist. Das ist jetzt definitiv erledigt. Mal schauen, wie es da weitergeht. So. Kann ich eigentlich auch schnell reisen jetzt? Das sollte gehen, oder? So, wo muss ich hin? Nein. Hier. Das Archiv. Dann bringen wir mal die Codes zu Seer. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Naja, ich bin genau wieder falsch gelaufen. Aber ich habe hier noch Cheddar-Rollen. Wenn ich schon hier bin. Der Laden. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? 12. Was habe ich denn hier? Ah, Lichtschwerter-Sachen. Eine unbezahlbare Kuriosität. Noch dazu in gutem Zustand. Das ist alles Waffen. Oh, warte, ich habe eine coole Idee. Das ist alles, das sind Waffenfarben, ne? Man könnte das Lichtschwert so ein bisschen farbiger machen. Aber mir gefällt eigentlich so dieses Rot-Weiß-Grau-Schwarz-Teil. 2 kostet das. Das könnte ich gut gebrauchen. Das hat nur auf euch gewartet. Und jetzt ist halt die Frage, wie sieht das Zeugs hier aus? Man sieht es kaum. Passt zu euch, oh Edler. Gerechtigkeit, Entrücktheit, Zusammenbau, naja. Gerechtigkeit, würde ich sagen, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ob das besser aussieht als das, was ich jetzt habe, ehrlich gesagt. Bin ich ein bisschen unschlüssig. Aber ich kann ja eh nichts damit kaufen. Also, man kann es ja mal ausprobieren, komm. 10 habe ich nur noch. Naja, gut, das reicht dann nicht. Natürlich weckt das euer Interesse. Wo ist denn Gerechtigkeit? Wo ist der Griff von Gerechtigkeit? Komisch. Ist das der... Ah, nein, das ist aber nicht der Mittelgriff. Wo ist denn der Mittelgriff? Den gibt's nicht. Okay, komisch. Ich dachte, das wäre ein komplettes Set. Na gut, na, ich weiß halt auch nicht. Dann warte ich halt damit. Ein bemerkenswertes Stück. Gelassenheit. Gerechtigkeit. Das sind ganz verschiedene Sets und... Das ist halt teuer, ne? Komm. Ich weiß doch auch nicht. Eine unbezahlbare Kuriosität. Noch dazu in gutem Zustand. Schalter, Griff. Griff, 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 Schalter. Klingen... Er sieht cool aus. Das nehme ich. Die Weisheit, die ihr beschafft habt, ist ein Segen für uns alle. Ich habe noch 3. Entrücktheit. Schalter. Ich habe einen Griff gekauft, oder? Keinen Schalter. Sieht gut aus. Das hat nur auf euch gewartet. So, mal schauen, wie das aussieht. Habe ich hier irgendwo einen Tisch? Oder war der Tisch? Der war, glaube ich, nicht hier, der Tisch. Ah ja, okay. Ich glaube, das sind keine kompletten Sets. Oder doch, das sind komplette... Ich Idiot, das sind ja komplette Sets.
Man kann die ja auf beiden Seiten irgendwie ran tun. Jetzt habe auch ich's verstanden. Aber ich glaube, ich habe hier keinen Tisch. Habe ich hier keinen Tisch? Oh, da war doch ein... Ich habe es doch gewusst, da war ein Tisch. Ist nicht mein Tag heute. Da hinten ist der Tisch. Hm. Augen auf. So, mal anschauen. Schauen wir uns mal unsere Ausrüstung an. Okay, Lichtschwert. Geduld. Gerechtigkeit. Geduld, Sorgsamkeit, Entrücktheit. Hä, Lüftungsschlitze? Kann man jetzt auch noch, oder was? Ah, krass. Die sind neu. Und Sorgsamkeit war neu, oder? Oder Gelassenheit. Gelassenheit war neu. Man weiß es kaum, ne? Hier habe ich nichts gekauft. Doch. Ich weiß einfach. Nein, hier habe ich nichts gekauft. Alter, ich bin so schlecht. Ja, das passt. Jetzt hier wäre dann wieder die Gelassenheit. Das sind ein bisschen komische Namen. Man kann die schlecht auseinanderhalten. Entrücktheit. Den habe ich doch gekauft. Habe ich Entrücktheit? Warte mal. Ja, Entrücktheit. Entrücktheit. Gerechtigkeit. Und hier war wieder das Charotapal. Guck, sieht nicht schlecht aus eigentlich, oder? Wie sieht's denn von den Farben her aus? Das ist das Neue, ne? Weiß, schwarz, rot, silber. Imperiales Chrom ist auch nice, ne? Und ein bisschen Rot noch reinbringen. Sekundär. Rot. Sieht nice aus. Akzent. Legierung. Schwarzes Plastoid oder weiß. Schwarz. Und der Griff. Griff müsste dann weiß sein, ne? Oder auch chrom. Sieht auch nice aus. So. Gut. Ist krass, wie das Lichtschwert immer gleich völlig anders aussieht. Finde ich aber cool. Wir lassen mal grün. Das passt. Jetzt schimmert es da auch grün auf der Seite. Das ist auch nice gemacht. So, nochmal meditieren zur Sicherheit. Wobei ich bin mir sicher, dass es speichert eigentlich, aber... Ich möchte trotzdem kurz speichern. Das macht sie automatisch. So. Und weiter geht's.